Sag einmal, fix geht das jetzt hier mit dem Kabel. Kriegst du es hin? Ja, es geht gerade noch so. So, Robert. Ja? Konntest nicht widerstehen, oder? Ha. Ha? Auf gar keinen Fall. Hat sich der Robert auch einen rausgelassen, oder? Ja, natürlich. Also ich weiß ja nicht, was du schon wieder dann den Titel reinschreibst. Ob man das schon weiß oder nicht. Aber ich würde sagen, wir schwenken einfach mal jetzt die Kamera rüber. Weil ja, der Robert konnte einfach nicht widerstehen. Und dementsprechend, Leute, der 992 GT3 RS ist hier in der Garage. Und jetzt sehen wir mal hier mal wirklich den Kontrast zwischen einmal in weiß, ja, und dann einmal in matt schwarz. Und wie böse sieht ein 992 GT3 RS in matt schwarz aus? Und jetzt muss man eben dazu sagen, Leute, der 992 GT3 RS ist normalerweise in glänzend schwarz lackiert und hat eine matte XPEL Steinwerkschutzfolie, und zwar die Stealth Steinwerkschutzfolie bekommen, und dadurch hast du diesen matt schwarzen Effekt und dann in Verbindung noch mit einer Keramikversiegelung, die von Clean Car Dachau gemacht worden ist, kommt natürlich noch mal das Schwarz, noch mal das matte Schwarz noch mal kräftiger, tiefer heraus. Und ich meine, wenn wir jetzt noch mal nach hinten gehen, Robert, geh mal so ein bisschen nach hinten, damit man beide Autos mal sieht. Und wir haben nämlich auch extra da hinten jetzt den 991 GT3S hingestellt, Leute, damit wir mal wirklich so einen Vergleich jetzt mal im Stand haben, weil man muss jetzt mal sagen, das siehst du jetzt erstmal noch mal heftiger, wie groß diese Frittentheke hier ist, ja? Und dann hier einfach noch mal. Das ist ein Bild, das sieht so extrem sexy aus. Also, Robert? Ja? Ich muss sagen, hast eine gute Entscheidung getroffen. Habe ich definitiv einen rausgehauen. Also, da hast du echt eine gute Entscheidung getroffen. Aber du musst jetzt auch erstmal einfahren, ne? Ja, ist eigentlich schon eingefahren. Ich meine, das ist ja gebraucht. Echt? Ja. Ehrlich? Secondhand. Warum? Weil ich mich für die Umwelt einsetze. Ah, okay, verstehe. Deswegen Secondhand. Ja, Leute, wir gehen mal zum 991 GT3 RS mal rüber. Da sieht man nämlich mal wirklich jetzt den Unterschied. Es ist halt. Damals, als 991 GT3S rausgekommen ist, dachtest du dir, was ist das für eine riesen Frittentheke? Und dann auf einmal, jetzt gehen wir nochmal hier rüber, Robert. Das ist, dieser Unterschied ist halt schon wirklich abnormal. Jetzt auch nochmal von hier vorne, sieht extrem sexy aus. Aber für meinen Geschmack, das ist immer so das Thema, wenn du natürlich auf schwarz, matt schwarz gehst, der Kontrast kommt halt nicht so extrem raus. Ja, du siehst hier nicht mehr dieses Carbon, siehst du nicht mehr so deutlich wie bei Weiß. Und auch diese ganzen Ecken und Kanten siehst du natürlich nicht mehr so extrem wie bei Weiß. Aber muss man ganz ehrlich sagen, es sieht extrem, extrem böse aus. Also Robert, ich würde sagen, da müssen eigentlich noch rote Akzente drauf. Ja, mal schauen. So ein bisschen mit Rot arbeiten, dann kommt noch mal mehr der Kontrast raus. Aber ich glaube, du lässt ja schon was Gutes einfallen. Ja, ne? Definitiv. Wenn wir deswegen, wie jetzt hier, haben wir natürlich hier diese schönen goldenen Streifen. Ihr wisst aber, Leute, jetzt, um jetzt mal hier kurz noch mal auf die Aero einzugehen. Ja? Ich meine, beim 992 GT3 RS, du hast natürlich diese aktive Aero. Und hier beim 991 GT3 RS, wenn du dir das Heck anschaust, ja, es ist ein extrem zeitloses Fahrzeug. Ja? Aber auf einmal, wenn du dann den 992 siehst, das ist halt einfach ein Riesensprung. Es ist ein extrem riesiger Sprung. Weil auch wenn du dir einen 997 GT3 RS anschaust, ja, auch ein extrem zeitloses Fahrzeug. Aber du darfst hier, glaube ich, diese Autos nie neben den 992 hinstellen. Nee. Weil dann musst du ganz ehrlich sagen, nicht falsch verstehen, ich liebe dieses Auto, aber es sieht einfach normal aus. Ja, nee, nicht normal aus, sondern es sieht aus, als wäre es in die Jahre gekommen. Voll. Das ist halt schon extrem, weil für mich ist ja immer, wenn ich das Auto fahre, ja, wenn du in dem Auto sitzt, dann ist das extrem zeitlos, ja. Also wirklich wie neu. Aber dann rübergehen auf 992 GT3S, das ist halt schon ein riesen Unterschied. Was man ja dazu sagen muss, wenn die beiden Autos nebeneinander stehen, ja, schauen wir mal, ob wir das nochmal einblenden können. Da, wo der Flügel beim 991 GT3 RS aufhört, da fängt der Flügel erst an. Und das ist wirklich für mich so faszinierend. Jetzt kannst du natürlich sagen,
Alltagstauglichkeit, definitiv 9&1 GT3S. Safe. Hast einen Kofferraum. Hinten mit dem Überrollkäfig, können wir uns einmal ganz kurz anschauen, wenn wir da mal so reingehen. Das ist auf jeden Fall einfacher, weil du kannst einfach den Sitz hier vormachen und kannst hier deinen Helm, kannst dein Gepäck hier einfach durchladen. Beim 992 GT3S, das ist wirklich, so ein Trick brauchst du da, weil das ist nämlich ein Problem bei dem Auto, was ich so mit der Zeit festgestellt habe. Das ist ja immer das Thema, Leute, es gibt nie das perfekte Auto. Es ist dasselbe Thema, wenn mir die Frage gestellt wird, immer wieder, was ist mein Lieblingsauto? Gibt es nicht. Jedes Fahrzeug ist so unterschiedlich von den Emotionen. Und da ist natürlich 992 GT3S, es ist eine reine Fahrmaschine. Es ist nicht, wo du sagen kannst, du machst damit jetzt einen Roadtrip über mehrere Tage hinweg, weil, ja, du hast extrem viel Platz, theoretisch, hier hinten in dem Kofferraum. Jetzt sage ich schon im Kofferraum. Du hast theoretisch extrem viel Platz da hinten, ne? Aber wir machen uns den Sitz hier ganz nach vorne. Schauen wir mal, hier wirklich ganz nach vorne. So, und da ist jetzt halt Stopp. So, das heißt, du kriegst keine Tasche hier durchgeladen. Und das Problem ist, dass hier dieser Abstand einfach zu gering ist. Genauso, ich habe irgendeinen Trick gefunden, ich habe ihn leider schon wieder vergessen, wie ich meine Helmtasche da durchbekommen habe. Ja. Und auch du mit der Kamera und allem. Also du kriegst extrem viel Zeug rein. Aber theoretisch, wenn du mit dem 992 GT3S sagst, du bist nicht so oft auf der Rennstrecke unterwegs, du willst damit reinen Roadtrip machen und nur gelegentlich bist du auf der Rennstrecke unterwegs, dann musst du ihn eigentlich ohne Überrollkäfig bestellen. Ja. Was aber, finde ich, schon wieder eigentlich nicht zum Konzept so wirklich passt. Ja. Aber ich meine, Leute, das ist ja letzten Endes, ist das Meckern auf hohem Niveau. Für mich ist das, wir fahren ein, zwei Tage zur Rennstrecke, wir hauen das Zeug hinten rein. Ja. Irgendwie geht das schon und dann sind wir hier beim Heck wieder angekommen und es ist einfach ein pures Rennmonster. Ja? Ja. Und wir müssen mal schauen, Leute, denn bald steht ja der Track Day an. Ja? Gear Collector Track Day, 23.08. am Nürburgring. Hauptsponsor Michelin in diesem Jahr. Hier, das schöne Michelin-Männchen. Müssen wir mal überlegen, ob das der Beppi dieses Jahr wieder macht. Ja, ja? Ich brauche mir das gar nicht anziehen. Der hat sich nämlich, glaube ich, schon wieder angemeldet. Der will schon wieder dabei sein. Ja? Und da schauen wir nämlich mal, welche Autos wir mitnehmen werden. F40 steht da nämlich gerade. Stimmt, der wurde nämlich gerade frisch bewegt. Ja? Da könnt ihr mal drunter kommentieren, Leute. Welche Autos sollen hier in der Sammlung zum Gear Collector Track Day auf dem Nürburgring kommen? Zuschauer sind ja erlaubt. Und zwar auf der sogenannten Schnuppertribüne. Eintritt kostet 2 €, wie vom Nürburgring vorgegeben. Also es hat mit mir rein gar nichts zu tun, sondern das sind ganz normal die Preise, die der Nürburgring verlangt. Jeder ist herzlichst willkommen. Es werden ja um die 150 Autos wirklich angefangen von hier. Selbstverständlich 992 GT3S haben wir ein paar Autos beide mit dabei. Sogar. Wie bitte? Beide sogar. Ja, ich weiß noch nicht, ob wir beide mitnehmen. Ich nehme meinen auf jeden Fall mit. Du, fährst du auch? Klar. Schon, oder? Ja, ja. Ja, du bist ja jetzt halt der Profi darin, ne? Bis hin, ja, wir haben bis hin zu Hypercars, wir haben Valkyrie mit dabei, AMG One wird mit dabei sein. Wir wollen natürlich Slicks draufpacken und zwar von Michelin, spezielle Rennslicks. Und dann natürlich schauen wir, was ihr entscheidet, Leute, welche Autos hier noch mitkommen sollen, ob wir einen F40 mitnehmen sollen, ob wir einen P1 mitnehmen sollen, Senna, das dürft ihr natürlich entscheiden. Und dann, wie gesagt, haben wir Pagani, Königsegg ist mit dabei, verschiedene Hersteller sind noch mit dabei, wir haben sogar Mechatronik mit dabei, die ein Original-DTM-Auto von früher mitnehmen. Wie gesagt, um die 150 Autos werden an dem Tag am Start sein. Und mein Ziel, mein Plan ist damit einfach unsere Leidenschaft gemeinsam zu teilen, einfach einen coolen Tag miteinander zu erleben und das Ganze und dass wir uns da richtig schön auf der Rennstrecke austoben können. Und ja, wie gesagt, zum Abschluss nochmal hier diesen Blick, Robert. Die beiden Ärsche. Du musst nochmal hier, also schau dir das mal an. Schau dir das mal an, wie offen das hier wieder gehalten ist. Und wenn du da jetzt die beiden nebeneinander hast, weiß und schwarz und da hinten der 991 GT3 ist. Einfach schön. Das ist eine View, wo ich sagen würde, ich gehe jetzt zur Seite, wir beenden jetzt das Video und wir genießen einfach jetzt halt nochmal für ein paar Sekunden das Heck. Und dann bin ich raus, Leute. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Peace out.